Das war sie, meine Chance. Die Menschen würden mir endlich zuhören. Ich meldete mich sofort und übte jeden Tag, um aufgenommen zu werden. Vielleicht würden mir meine Eltern ja beim Festzug mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich sagte ihnen immer wieder, dass sie überrascht sein würden. Als sie merkten, dass ich mich diesmal nicht in meiner Ecke verkriechen wollte, ließen sie mich gewähren. Sie waren glücklich, dass ich endlich eine Beschäftigung gefunden hatte und leidenschaftlich bei der Sache war. Oh je, wenn die aber immer im Haus geübt hat oder so. Ja, die werden sich total gefreut haben. Nach 4 Wochen verbissenen Übens fühlte ich mich bereit vorzuspielen. Ich begab mich also zur Stadthalle und begann vor einer Jury das Stück zu spielen, das ich am besten konnte. Doch schnell wurde ich unterbrochen. Ich fragte sie, was ich beim Vorspielen verkehrt gemacht habe. Sie antworteten, dass die Ablehnung nichts mit meinem Talent zu tun habe, aber dass die Blaskapelle einfach keine Verwendung für eine Geige habe. Sie wollten lieber traditionelle Marschmusik mit Pauken und Trompeten. Eine Geige störte da nur. Naja, das ist leider richtig, glaube ich. Also ich habe keine Ahnung von Musik, aber ich denke schon. Ich war am Boden zerstört, weil ich nicht in die Kapelle aufgenommen worden war. Sicher, die Jury hatte versucht, mich zu trösten, indem sie sagten, dass meine Freunde mit E-Gitarren auch nicht ausgewählt worden seien. Aber für mich machte das keinen großen Unterschied. Das ist immer schön, wenn sie sagen, ja, die anderen haben es auch nicht. So weiter und so fort. An diesem Abend lief ich orientierungslos umher. Ich wagte es nicht, nach Hause zu gehen und meinen Eltern von dieser Niederlage zu berichten. Aber in Wirklichkeit war das Beste, was mir widerfahren konnte. Oh, ich verstehe nicht ganz. Dein Scheitern war das Beste, was dir widerfahren konnte? Aber nein, ich rede von dem, was dann passiert ist. Was war dann? Na, ich erzähle es dir beim nächsten Mal, wenn du brav bist. Hä? Behandle mich nicht wie ein Kind. Genau. Gut, dann gehen wir mal wieder. Ich finde die Geschichten alle sehr schön ausgedacht. Die sind realistisch teilweise. Also, teilweise. Meistens. So. Und jetzt ist Samstag. Das heißt,
Pflege, braucht man Pferd Pflege.